Das war der erste Mann, dem ich abnahm, dass er das ist, was er ist. Das war wirklich wie so ein Flash. In dem Moment, als man vor ihm saß, war der Geist leer. Als wenn einer die Wolken weggepustet hat. Und übrig blieb einfach nur Glückseligkeit und Liebe. Ich hatte das erste Mal so ein Bild und so ein Gefühl von, hey, so war es damals bei Jesus. Und ich hock da drin und ich bin eben wirklich Jünger. Da habe ich mich wirklich in ihn verliebt. Meine Mutter sagte mir, sie fährt nach Pune und wenn ich wollte, könnte ich mitfahren. Und dann sag mal, einem abenteuerlustigen, wilden 15-jährigen Mädchen, so wie ich das war, möchtest du nach Indien fahren? Da war ich sofort, yay, ich bin dabei. Ne? Und das haben wir dann auch gemacht. Es sah ja wirklich aus wie ein Paradiesgarten. Es gab überall Blumen und Palmen und alle möglichen Blüten, die wir uns gar nicht bisher vorstellen konnten. Die Menschen waren alle furchtbar nett und man wurde liebend empfangen, umarmt. Es fühlte sich alles sehr paradiesisch an. Der Ashram hatte einen ganz festen Tagesablauf. Da wurde morgens meditiert. Dann konnte man verschiedene Aktivitäten machen, von Meditation bis Yoga bis was immer, singen, tanzen. Es wurde sehr viel getanzt und gesungen und zelebriert. Ne? Und jeden Abend gab es eben einen Vortrag von Osho in der großen Halle. Und er kam da aufs Podium und er beantwortete Fragen, die Leute an ihn gestellt haben. Auf der rein intellektuellen Ebene kenne ich niemanden, der ihm auch nur annähernd das Wasser reichen kann. Und die andere Ebene ist die energetische Ebene. Und die energetische Ebene kann man für jemanden, der es nicht erlebt hat, nicht beschreiben. Ja, Vater. Ja, Vater. Ja, Vater. Das ist genauso, als wenn man einem kleinen Kind erklären will, was ein Orgasmus ist. Wie soll das gehen? Es ist nicht möglich. Die Befreiung war natürlich auch eine sexuelle Befreiung. Wir hatten einfach das Gefühl und den Raum, dass wir uns da ausleben können. Meine Eltern waren höchst besorgt. Das Kind ist verloren an die Sekte. Ganz entspannt im Hier und Jetzt wollen die Anhänger des Bhagwan leben. Jenes indischen Guru, dessen Ashram in Pune für Schlagzeilen sorgte. Der göttliche Meister hatte sich im Juni plötzlich in die USA abgesetzt. Seitdem müssen sich die Jünger, die zu Tausenden nach Pune gepilgert waren, wieder im Alltag daheim zurechtfinden. Ja, wir waren eine Provokation, ne, für den Rest der Gesellschaft. Was ich kann mich noch erinnern, ich lief durch die Innenstadt in Rot mit Maler. Natürlich wurdest du angeklotzt und du musstest dich outen und du wolltest dich outen. Wir waren unheimlich viele Leute, wir sind unglaublich angewachsen in kurzer Zeit. Also mussten wir auch irgendwie für alle Leute das Geld verdienen. Ne? Und dann haben wir uns überlegt, wie wir das machen können. Und da kam das eben auch mit den Discos. Einer der wichtigsten Inhalte, die Bhagwan vermitteln wollte, war
freudig des Lebens, gehen nach draußen, tanzen, singen, lachen. Und eine Disco aufmachen war einfach sozusagen die konsequente Fortsetzung damit, dass man tanzen und feiern kann und gleichzeitig auch Geld verdienen, dass wir davon leben können. In den anderen Diskotheken ist es ziemlich düster und die ganze Atmosphäre einfach. Und die Leute, es ist ein gemischtes Publikum. Es ist immer gute Stimmung drin, ne? Hier und da. Kannst du reingehen, kannst du tanzen, wirst nicht angemacht. Ist angenehm. Wenn du einen Laden hast mit 30 Sanyasins, die drin arbeiten, die sind jeden Tag Party gewesen. Die sind am Tanzen, da war Bewegung hier in den Bars. Das heißt, es war auch ein bisschen Zirkus für die Leute. Mein Job war das Processing. Das heißt, jeden Tag eingeben, die Einnahmen von, ich glaube, 5 oder 6 Businesses hatten wir ja in Köln. Und dann einmal im Monat den Monatsabschluss zu machen. Von daher habe ich natürlich sofort einen Einblick gehabt, was wir eigentlich an Umsatz haben. Und es war astronomisch, muss man wirklich sagen, es war astronomisch. Wie sehen Sie denn nun so ein Problem wie die Diskothek? Wir haben dort gefragt, die Antwort war, wir missionieren nicht. Sehen Sie das genauso? Die Missionierung erfolgt sicherlich nicht so, dass man sagt, Herr Berger beispielsweise, nicht kommen Sie zu uns, wir haben das Glück der Welt. Sondern die Missionierung erfolgt durch das Vorleben eines, wie es ja selbst bei Bhagwan heißt, eines Rolls-Royce-Lebensstils. Es ging immer um Geld, es ging immer um die Rolls-Royce, es ging immer um Sex. Und als wenn das so, für uns war das immer total lustig, von innen raus betrachtet, weil das waren ja nicht unsere Prioritäten so, ne? Erinnern wir uns, warum wir hier sind. Bhagwan, unser Meister, der schönste Meister aller Zeiten, jetzt lebendig ist. In dieser Unschuld entstand dann halt auch das, was in Oregon dann passiert ist. Es war Teil der Reise, natürlich auch in der Nähe von Osho sein zu wollen. Und er hatte immer davon gesprochen, dass er eine Kommune aufbauen will. Und dann kam halt diese Vision sozusagen von dieser Stadt oder von der neuen Kommune, die auf einmal nicht in Gujarat oder irgendwo in Indien stattfand, sondern eben in den Vereinigten Staaten von Amerika. Er kommt. Und das war schon dann irgendwie Massenhysterie. Dann standen wir an den Rändern und er fuhr ganz langsam, guckte uns an und wir grüßten das Göttliche in ihm. Diese Rolls-Royce waren ja wirklich der Hammer. Manche waren wirklich goldüberzogen, manche hatten ganz, ganz tolle Swarovski-Steinchen. Also da waren irgendwelche Glitzersachen drauf. Und ich dachte, oh mein Gott, das ist ja furchtbar. Osho war ein Popstar. Ja, warum flippen 50.000 Leute bei Michael Jackson aus? Finde ich auch albern. Warum kreischen Millionen Frauen bei Mick Jagger mit 70? Also ist doch alles nicht normal. Osho war erstmal eine Kultfigur, egal wie man ihn jetzt für sich aufgeladen hat. Und er war richtig gut da drin. Während des Drive-Bys, also wenn Bhagwan an den Leuten vorbeifuhr, liefen an seinem Rolls Leute mit Maschinengewehr neben dem Auto. Ich warne euch, wer versucht, uns auf den Arm zu nehmen, ist tot. Sheila eröffnete uns, dass sie gehen würde. Und als das passierte, da schwante mir, wow, das musste in dem Moment platzen.
das ganze Kartenhaus von Lügen. Hier ist die Presse wirklich über uns hergefallen. Wie die Hyänen. Wieder einmal Bhagwan, wieder einmal Sheila. Beide beschäftigen uns und alle anderen Medien seit Monaten. Es war wirklich schlimm und so ganz sensationslüstern. Also wir waren ja eh gewöhnt, dass wir die ganze Zeit von den Medien attackiert würden. Und natürlich, weißt du, bei mir kam einfach wahnsinnig viel Scham hoch. Und ich habe mich wirklich geschämt. Die frühere enge Vertraute des Bhagwan, Ma Anand Sheila, ist im Südschwarzwald festgenommen worden. Als klar war, da ist wirklich Scheiße gelaufen. Und zwar nicht nur so, ach Gott, wir haben spirituell irgendwie einen falschen Weg genommen oder sowas. Nee, da ist wirklich ganz konkret Scheiße gelaufen. Wo mein allererster Gedanke war, ja, halt, stopp, was ist mit uns?